Ich sag mal Hi zusammen in die Runde. Es geht tatsächlich eine Runde los im Police Simulator. Wir sind hier mittendrin im neuen Police Simulator. Na, so neu ist er ja nicht, aber wir sehen hier gerade einen Unfall. Da hat jemand einen Unfall gebaut. Und wir müssen entsprechend jetzt einmal erklären, wer hat den Unfall gemacht. Einmal kurz alle Daten holen. Abgleichen natürlich, da sehen wir natürlich entsprechend auch das entsprechende Ablaufdatum, ob die Namen übereinstimmen. Können natürlich dafür entsprechende Strafen vergeben, wenn entsprechend der Ausweis abgelaufen ist. You're being charged and ticketed for between $75 and $100 for using an expired ID. Ei, das ist natürlich wirklich teuer, ne? Ja. Ja, die Person ist wirklich, ja, ein bisschen ärgerlich. Upsi. 0,005 in Ordnung. I'll just take a sample to check if you've taken drugs before driving. Ups, und jetzt kommt's natürlich, ist zum Glück negativ. Das wäre es ja noch gewesen, ne? So, entsprechend können wir uns jetzt noch die anderen Personen befragen, was denn mit denen passiert ist. I need to get my head right. Show me your license and car insurance, please. Okay, entsprechend ist jetzt der Test natürlich aussagekräftig schon mal. Aber wir wollen natürlich so viel wie möglich herausfinden, um natürlich entsprechend den Bericht so ordentlich zu möglich machen wie möglich. Police Simulator Patrol Office kennt ja sicherlich schon, gibt es tatsächlich auf dem PC als Early Access, aber nicht mehr lange. Das Ganze wird natürlich veröffentlicht, denn irgendwann ist natürlich auch mal eine Early Access Phase vorbei. Und dann erscheint das natürlich als Vollversion für den PC. Aber natürlich auch für die Konsolen. Ihr habt richtig gehört, ja, die Konsolen kommen auch tatsächlich an das Recht und oder können tatsächlich an Recht und Ordnung daran halten. I'd like you to leave your car and go to the sidewalk. Entsprechend in der Vollversion, beziehungsweise wenn das erscheint, gibt es natürlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten, als ihr es jetzt schon in der Early Access Phase kennt. Es sind natürlich auch weitere Inhalte geplant von dem Spiel. Entschuldigung. Es gibt nämlich auch ein Urban Train Vehicle, das es ab dem Launch für knappe 3 Euro gibt. What? Upsi. Das war wohl nicht gut. Eieieiei. Eieieiei. Jetzt können wir den entsprechend einsperren in unser Auto. Der Victim Police, wo wir ansässig sind. Und haben ihn tatsächlich jetzt einmal angehalten, denn ihr seht, es musste sein. Es musste einfach sein. Entsprechend das Auto können wir jetzt natürlich abschleppen lassen. Gut. Und natürlich gibt es natürlich Einsatz und Martins Horn. Einsatz und Martinshorn. Blaulicht und Martinshorn. Denn, ja, wir wurden mal wieder zu einem Unfall gerufen. Ja. Wie soll's auch anders sein? Das sieht aber wirklich schlimm aus. Das sieht wirklich schlimm aus. Also so schlimm habe ich noch nie einen Unfall hier in Brickton gesehen. Und ich spiele ja im Police Simulator in der Early Access Phase schon ein bisschen. So schlimm sah das noch nie aus. Fotos sind natürlich das Wichtigste überhaupt, um natürlich einen ordentlichen Polizeireport zu machen. Ich frage mich, was man bei den Autos noch rausholen möchte. Viel ist da, glaube ich, nicht mehr möglich. Also, ich spreche hier schon von Totalschaden.
Bei mindestens 2 von 3 Autos. Da kannst du nichts mehr retten. Das ist vorbei. Da ist hinten jemand draufgefahren, vorne ist jemand draufgefahren, überall sind Leute draufgefahren, also. Eieiei. Immer schlimm, wenn die Leute nicht wissen, was passiert ist. Please show me your license and vehicle registration. Yes, officer. There you go. I'll take a sample to check if you've taken drugs before driving. So, wir sehen auf jeden Fall, dass der Ausweis ist 21 gültig. Die Person hat irgendwie rote Augen. Ja, dann sollten wir doch mal irgendwie einen Drogentest machen. Ich glaube, da passiert was. Upsi, Amphetamine positiv. Upsi. Ja. The reason why you're under arrest is because you were driving under the influence of narcotics. Tja. Tut mir ja leid, ne? Ganz Neues sind natürlich Barken und auch Fackeln. Ja, entsprechend können wir jetzt hier diese Fackeln nutzen, also dieses, ja, die Taschenlampe, sagen wir einfach so die Taschenlampe. I've got an injured person. I need an ambulance. Der hat wohl 3 Leute angefahren. Eieieiei. Entsprechend können wir jetzt hier eine Fackel legen. Um entsprechend das Auto hier herum. Da kommt auch schon der Krankenwagen. Und der entsprechende Krankenwagen. Ist natürlich dafür da, dass es den Personen dann auch gut geht. So. Wie gesagt, Fotos beim Unfall sind eigentlich unwiderlässlich und nicht unwichtig, sondern extrem wichtig. Und dann natürlich auch die Person befragen, denn warum ist denn der überhaupt aufgefahren? Okay, er war wohl angeblich zu schnell. Sagt derjenige, der hinter einem fährt, ne? Dann müsstest du doch selber auch zu schnell gefahren sein, oder? Natürlich ist die Streifenpatrouille auch ganz, ganz wichtig und ihr kennt sie natürlich auch schon im Police Simulator. Einmal so ein bisschen die Parkuhr checken. Ach, da sehen wir, gucken mal, Parkuhr abgelaufen. Gibt ein Ticket für abgelaufene Parkuhr und schon kostet das gutes Geld. Entsprechend kann man dazu gleich noch viele andere Sachen kontrollieren. Entsprechend auch das Ablaufdatum des Kennzeichens. Einfach mal so ein bisschen dichter am Kennzeichen gucken und dann seht ihr natürlich entsprechend, ah, passt das oder passt das nicht. Und entsprechend dieses Fahrzeug parkt natürlich komplett falsch, ja, auf einer Bushaltestelle. Na, das ist nicht so schön. Entsprechend können wir da natürlich auch ein Ticket ausstellen, dass er auf dem Busparkplatz oder auf der Bushaltestelle parkt. Und damit kostet das natürlich auch Geld. Dieses Fahrzeug, ja, auch dieses Fahrzeug parkt natürlich falsch, nämlich entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Ist natürlich nicht erlaubt, also schreiben wir auch dafür ein wundervolles Ticket und der Besitzer wird sich freuen, wenn er wieder zu seinem Auto kommt. Hydranten, auch ganz wichtig, entsprechend die. Okay, Traffic Stop to Pull Over and Check Vehicles, also einfach mal so ein bisschen Tickets, Autos kontrollieren, aber auch Leute ansprechen, wenn diese einfach mal so über die Straße laufen. Und somit gibt es ein Ticket
weil er einfach mal so über die Straße gelaufen ist. Ja, guck. Da möchte wohl jemand abhauen. Aber dazu haben wir ja eine Waffe, beziehungsweise einen Taser, der entsprechend die Leute daran hindern soll, dass sie weiterlaufen, ohne ihn auszusetzen. Und somit können wir ihn tatsächlich auch... festnehmen, weil er entsprechend jetzt ein paar Uni geklaut hat. Ja, so ist es leider. So sind die Leute dann auch mal ganz schnell weg vom Fenster. Na, vom Fenster nicht, aber entsprechend im Polizeiwagen. Here's your wallet. Thank goodness you were there, officer. Have a nice day. Goodbye. Bye. We require an officer to handle a traffic stop. Can you take care of it? So, entsprechend können wir ihn jetzt natürlich auch in eine Gefängniszelle setzen. Wir können das machen. Okay, it's time for you to get in the cell. You're taking too long to reach the scene. We're sending another unit. Zack, und somit sitzt er im Gefängnis drin und kommt nicht so schnell heraus. Oh, haben wir da einen Drogenübergabepunkt festgestellt? Sprechen wir ihn doch mal drauf an, oder? I have to arrest you for selling narcotics. Wir können ihn natürlich auch gleich festnehmen, ohne darüber mit ihm zu sprechen, aber ist natürlich noch viel einfacher, ne? Ich hätte ihn natürlich erstmal angesprochen, hallo, machen Sie da? Was haben Sie denn da gerade gemacht? I need some backup here to take a suspect into custody. Entsprechend können wir natürlich dann auch entsprechend einen Gefängnistransport uns organisieren, damit wir nicht immer die Leute hin und her kutschieren müssen. Ja, Graffiti ist natürlich auch ein Punkt, was natürlich nicht geht und somit, ja, gibt es auch dafür ein Ticket. Naja, wer es hat, wer da hat, der hat's, ne? Und in diesem Sinne sind wir auch schon fertig mit dieser kleinen Preview zum Police Simulator Patrol Officers. Und entsprechend wird das Ganze natürlich auch am 10. November für euch tatsächlich erscheinen auf dem PC, der PlayStation und natürlich auch für die Xbox. Also, kommt ran, holt's euch ran, Police Simulator, und falls ihr es auf dem PC spielen möchtet, sichert euch noch die Early Access Phase und spart wirklich da noch ein bisschen Geld. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder zu einem weiteren tollen Video.